Dresden geboren. Drei Sensen, drei Kriegsmaschinen. Ja, hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein Kill-Duell gegen den Queasy. Jo, was geht ab, Leute? Queasy ist natürlich auch am Start. Ja, wir haben das eigentlich für Queasys Kanal nur aufgenommen. Aber wir dachten uns so, weil meine Aufnahme eigentlich nicht gelaufen hat, sage ich mal, während des Kill-Duells, seht ihr auf Queasys Kanal seine Sicht und auf meinem Kanal meine Sicht. Das wird auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt sein, sein Video. Und ja, Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Genießt es, lehnt euch zurück, holt euch Chips oder so ein Scheiß. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, Jungs, Ewek ist angesagt. Man of War. Team Deathmatch, weil wir in Herrschaft nur Sweater-Lobbys gefunden haben. Aha. Ich hab keinen Bock mehr auf Suchen. Es war aber echt so, das immer nur 5-Mann, 6-Mann-Teams. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich hätte jetzt die RK5, aber ich habe die noch nicht freigeschaltet, weil ich heute und Jungs, gedrückt habe. Jetzt bitte scheiß mich nicht in die Kommentare zusammen oder so. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Das ist eigentlich meine zweite Runde. Digga, ich bin den ganzen Tag am Zocken. Ich habe nur auf dich gewartet, weil wir haben heute Digga, schon. Digga, er klaut mir die Kills. Und du wolltest. Er stirbt noch. Digga, es fängt dann Digga, wollte es der Queen wieder rausgehen und hat gefragt, ob ich noch am Abend online bin. Und ja, bin ich. Digga, mein Ey. Das sieht so lecker aus. Ich spiel aber auch nur Drohne und Hater. Ich kann nur Drohne-Hater spielen, weil ich Counter-Drohne noch nicht frei hab. Stimmt, ich wollte sie eigentlich vorher freischalten, weil ich noch 2 Freischalt-Tokens hab. Aber kann ich nicht. Hab's vergessen. Meine Güte, ich bin jetzt halt dein Maul. Digga, wenn ich jetzt verrecke, das wäre echt nichts. Hoffentlich verreckst du, Digga. Nö. Mann, er hat es echt gemacht. Gegner noch ey. Mehr, Digga. Ich schwöre, ich könnte sogar einen Nuke machen. Digga, wenn du einen Nuke machst, das die absolute Demütigung, Digga. Absolute, Digga. Lande. Nein! Ja, Digga, Mama, Mama, ich sag, du stinkst. 88. Du Mistgeben. Wirklich eiskalte Deutsche. Der noch Montana Black faked. Digga, ich mach echt gerade 0 Kills. Ja, er setzt Kinetik ein vor meiner Fresse. Super machst du es, mein Sohn. Digga, mein Aim. Meine Güte. Ey, das ist die perfekte Digga, Lobby, Digga. Digga, du gewinnst. Für mich das ist so das und einfach so. Die perfekte Lobby. Alter Maul, wenn nix lacht mich so behindert. Warum schluckst du so viel, du Hurensohn? Digga, er steht einfach so 19-1, Digga, ich fick mein Leben. Ich hab gar nicht geguckt, wie viele Kills du machst, weil ich spannend haben. Nee, ich nicht, ich verliere so und so, Digga. Jetzt verpiss dich die Kills. Ja gut, ich hab den ganzen Tag schon gespielt. Ey, hinter. Digga, die haben gerade Turn. Oh, Triple. Lex am Start. Ich hab auch Hater, ne? Digga. Er blendet mich, Digga. Hä, wie dumm war gerade der Gegner? Der ist gerade an mir vorbei. Oh mein Gott. Jo. Die sind gerade bei mir alle vorbei, ne? Ja, ich hab's gesehen. Nein, ich wollte ihn noch schnell boxen, Digga. Hast du überhaupt einen geholt? Nee, eine. Ja, meine Muni wäre leer. Ich habe ja keinen Blender damit. Weil ich das noch nicht freigeschaltet habe, glaube ich mal zumindest. Oh mein Gott! Woher weißt du das, du? Hey, Digga. Ich kann es eh nicht mehr schaffen. Ja, super, du hast gewonnen, Digga.
Ey, wie minderwertig. Genau. Super. Er heat waved mich. Oh mein, ich hab so kassiert. Scheiße, er hat mir so einen Turn-on gegeben. Ja. Ja, wenn die Aufnahme jetzt bei mir nicht komplett ist. Ich geh verkaufen, Digga. Der Beste, Digga, der Beste. Halt dein Maul, Alter. So Leute, ich hoffe, euch hat das Q-Duell auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, schaut bei Queasy vorbei, er ist auch in der Beschreibung verlinkt, da ist seine Sicht zu sehen. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Dann sage ich von meiner Seite aus, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss. Queasy hat das letzte Wort. So Jungs, wenn natürlich euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Kommentar da. Und schreibt mal, wer das bessere eben das Movement hat, weil das war eigentlich meine zweite Runde. Wie gesagt, ich habe es glaube ich sogar im Video auch nochmal gesagt, dass es meine zweite Runde ist. Aber auf jeden Fall, Felix hat es verdient gewonnen, er ist sogar in der Runde richtig abgegangen. Ich glaube, er war auch skrupellos, oder? So kurz vor skrupellos warst du? Ja, irgendwie auf 12er oder so war ich. Ja, so in etwa. Also auf jeden Fall, er ist schon richtig abgegangen. Dann würde ich mal sagen, lasst ein Like und einen Kommentar da. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Queasy.